Ja, danke, Conny. Also, die Pizza kann ich empfehlen. Leimofen. Jetzt habe ich aber zugesagt, dass ich im Berghof laufe. Wie kriege ich das jetzt hin? Wie macht Putin das? Der schickt ein Double. Pizza ist noch zu backen. Also ich persönlich würde dann das Double den Berg raufschicken. Aber ja, wir können das so machen. Also wir haben ja gesagt, wir sind noch lange gesessen, jetzt die Reise hierher. Ich glaube, da ihr besonders die aus Schweden runtergefahren seid, ihr freut euch den Berg rauf. Und, aber wer in der Pause Zeit hat, Lust hat, ihr könnt da mitgehen. Die Pizza ist lecker. Ihr könnt mir ja was mitbringen. Gut, jetzt war eigentlich der Plan, dass mein guter Freund Markus Czonci hier sein Zeugnis sagt. Der ist auch hier in der Gegend, aber der hat gerade eben einen Unfall. Oh nein. Und kann deshalb auch kein Double schicken. Ja, so ist das im Leben. Deswegen, vielleicht kriegen wir es noch runter am Abend oder morgen, wir werden schauen. Aber er hat wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte zu erzählen. Alle Ehre Gott. Aber wir werden sehen, ob das noch klappt. Weil heute Abend wird ja Fridolin dann ein bisschen hier berichten. Darauf freue ich mich sehr. Ich höre immer fasziniert zu. Ich weiß nicht, also irgendwie, wenn er redet von seinem Leben, was er macht, mich begeistert das. 400 Kühe auf der Alpe den ganzen Sommer durch. Was für eine Schwerstarbeit. Aber ich finde das faszinierend. Also er wird aus seinem Leben berichten und wie er sich auf die Suche gemacht hat nach Gott. Ganz interessant. Und morgen früh haben wir auch noch, so Gott will, ein sehr interessantes Zeugnis. Esther wird aus ihrem Leben berichten. Und ich denke, wir steigen dann mit dem Thema ein, das wir für heute einfach geplant haben. Und zwar schließt das so nahtlos an gestern an. Wir hatten ja gestern das Thema Gott suchen und finden. Und wir haben festgestellt, Jeremia 29, Vers 13, da sagt Gott: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Also Gott ist der Aktive, wenn wir aktiv werden. Gott lässt sich finden. Und wir haben auch festgestellt, ich weiß nicht, ob das jeder wirklich so glauben kann. Aber wenn ein Mensch wirklich von Herzen Gott sucht, dann kann er Gott auf eine ganz persönliche, individuelle Art und Weise erleben. Dann macht Gott etwas. Etwas, das du nicht ersetzen kannst durch ein Bibelstudium oder durch irgendwelche andere Dinge. Bibelstudium ist wichtig. Aber ich meine, das ist dann etwas, was Gott macht, wo der Mensch auch merkt, jetzt hat Gott irgendwie eingegriffen. Es gibt diese wunderbaren Momente und wenn man dann mit Gott ein Leben wirklich führt, dann können diese Momente wirklich zur Normalität werden. Das halten viele gar nicht für möglich. Aber es ist so. Ich finde diese Stelle sehr, sehr gut in Chroniker, 2. Chroniker 9, Vers 16. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Welt, um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und ich habe festgestellt in meinem eigenen Leben und einfach auch durch das Lesen der Bibel, dass diese Wunder, die Gott tut, im Kleinen und im Großen, die sind eben nicht das Ziel. Und ich glaube, da scheiden sich die Geister und da stellen sich die Weichen. Es gibt im Christentum einen Haufen Menschen, die meinen, dass diese Wunder das Ziel seien, das es zu erstreben gibt. Dann hast du solche Veranstaltungen, Gott tut Wunder und er wird noch größere Wunder tun und es wird Erweckung kommen und dann werden noch größere Wunder geschehen. Ja, aber was ist das Ziel von alledem? Ja, noch größere Wunder. Ja, gern. Die haben wir nötig. Die retten uns, die helfen uns, die bewahren uns. Alles gut. Ich möchte auf keins verzichten, aber was ist das Ziel? Dann wissen sie oft gar nicht, wovon ich rede. Was will er denn? Die Frage ist, haben wir überhaupt begriffen, was das Ziel ist?
möchte mal eine Behauptung aufstellen. Diese Wunder, die Gott tut, so wichtig sie sind und so toll und so atemberaubend, sie sind das Basic-Programm. Sie sind Begleiterscheinungen. Es sind Erscheinungen Gottes, Offenbarungen Gottes, wenn Gott uns begleitet. Aber es ist nicht das Ziel. Es sind Nebenwirkungen. Nebenwirkungen hören sich negativ an. Also wenn wir ein Medikament nehmen, dann gibt es eine Hauptwirkung, die soll gut sein. Und dann gibt es Nebenwirkungen, die sind oft schlecht. Und dann entscheidet der Arzt, ob jetzt die Hauptwirkung das aufwiegt. Ja, manchmal geht das voll nach hinten los. Ja, da ist die Nebenwirkung so heftig, ja, da hast du von der Hauptwirkung gar nichts mehr. Diese Wunder, die Gott tut, sind Nebenwirkungen. Gott wirkt sie, aber nebenher. Es ist nicht die Hauptsache. Und, da bin ich ganz ehrlich mit dir, wir erleben diese Nebenwirkungen auch nicht immer als positiv. Und auch da geht so eine Trennlinie, glaube ich, durchs Christentum. Die einen meinen, wenn sie glauben, dann alles toll, alles wird schön, tralala, von aller Herrlichkeit zum nächsten. Und wenn dann irgendwas schief geht, wenn irgendwo eine totale Krise, Katastrophe, dann bricht ihr gesamtes Glaubenssystem zusammen. Vielleicht fangen sie dann endlich mal an, die Bibel zu lesen, weil da steht was anderes. Deswegen ist das Wort Nebenwirkung vielleicht gar nicht mal schlecht. Gott macht diese Dinge, die uns helfen, retten, bewahren, Gebetserhörungen, wo wir wirklich merken, da hat Gott jetzt eingegriffen. Aber viele Dinge passieren, die passen uns überhaupt nicht in den Kram. Zum Beispiel jetzt, dass mein Freund einen Unfall hat. Wie geht das denn? Ja, aber Gott weiß, was er tut. Gott arbeitet doch an ihm. Gott weiß schon, was er tut. Lass ihn da mal ruhig machen. Da musst du nicht hadern. Ja Gott, warum lässt du das jetzt zu? Jetzt wollten wir, dass er Zeugnis gibt. So viele Leute hier. Und was soll denn das Gejaule? Ja. Weißt du nicht, Gott, was er hier macht? Lass den mal in aller Ruhe sein Werk machen. Diese Dinge passieren. Wir haben Wunderbares erlebt auch in diesem Jahr. So kleine Geschichten. Wir sind gerade umgezogen. Meine Frau, die ist wirklich begabt in vieler Hinsicht. Aber was ich nicht kapiere, die schießt immer Sonderangebote. Wenn die einkaufen geht, die kommt oft mit gar nichts nach Hause. Wenn sie nach Hause kommt, dann hat sie irgendwelche Sachen runtergesetzt, die so günstig sind, da wackelst du mit den Ohren. Ja? Anorak für die Kinder, was eigentlich 150 Euro kostet, für 5 Euro oder so. Ja? Da dachte ich, boah, das ist die richtige Frau für mich. So. Das merke ich auch an dem Punkt. Und sie hat die gesamte Inneneinrichtung bei uns gemacht, das geht mich nichts an. Wir haben gesagt, ich kümmere mich um die Sachen, die draußen sind. Ich hoffe, dass deine Frau glücklich ist. Lass sie drin machen. So klug bin ich mittlerweile. Alles. Ich mache alles, was er will, solange ich es irgendwie leisten kann. Und sie hat einen Tisch gefunden, der ihr gefallen hat. Und dann hat sie gebetet, sagt sie, Herr, der Tisch, der gefällt mir sehr gut. Aber der ist zu teuer. 700 Euro für den Tisch, 800 knapp, das geht nicht. Hat sie gesagt, wenn es dein Wille ist, dass wir den Tisch haben, dann warte ich bis nächsten Montag. Und wenn er dann ein Sonderangebot ist, für die Hälfte, dann nehme ich ihn. Also nächsten Montag nochmal reingeguckt, war im Sonderangebot für die Hälfte. Einfach schön. So, Kleinigkeiten, ne? Wir wollten unser Heizungssystem, Barnabas hat unser Heizungssystem eingebaut. Wir haben da teilweise 30 minus und ja, da kriegst du es mit der Angst zu tun, ne? Wenn da was passiert, das Haus auskühlt, die ganze Leitung platzen. Wir wollten Glykol. Ja, dann haben wir geguckt, Glykol, woher nehmen? Ja, hab hier was gesagt. Dann hat ein Bruder gesagt, er würde uns das Glykol gerne bezahlen. Ja, schön. Dann habe ich geguckt nach dem Preis und habe einen Schreck gekriegt. 4.000 Euro würde das kosten, plus nochmal 1.000 Euro, das zu befüllen. 5.000 Euro. Das ist doch völlig verrückt. Dann habe ich diesem lieben Bruder gesagt, Dummchen, bitte dich vor deinem Wort, lass bleiben. Das ist zu teuer. Dann hat er mit seiner Frau geredet, hat gesagt, sie wollen uns das trotzdem. Da habe ich gedacht, ey, das geht's doch nicht. Tolle Leute. Dann habe ich lange überlegt, geguckt, gemacht, aber irgendwie hatte ich da keinen Frieden.
Und dann haben die sich gemeldet, freundlich wie sie sind, sie wollen jetzt die Kontonummer, sie wollen das Geld überweisen. Da habe ich gedacht, ja, jetzt wird es eng. Und ich hatte irgendwie so auf dem Herzen, nein, nimm das Geld nicht an. Und dann habe ich denen gesagt, Leute, wartet nochmal. Ich habe gedacht, nee, irgendwie passt mir da was nicht. Und dann am Tag drauf hatte ich ein Telefonat mit einem anderen, der da Heizungssysteme macht in Schweden. Und habe ihm ganz am Schluss beiläufig nur gesagt, du, jetzt gucke ich nach Glykol. Dann sagt er, Glykol? Wozu? Dann sage ich, ja, um das Heizungssystem zu befüllen. Sagt er, Glykol kriegst du bei mir kostenlos. Dann sage ich, wie? Ah, ein Freund hat einen Schrottplatz und die bauen die Autos auseinander und da ist immer Glykol in dem Kühlsystem. Und wenn er zu viel hat, dann kriegt er das mal. Er fragt ihn mal. Dann hat er dort angerufen. Dann ruft er mich zurück, der hat fast geheult. So angeballert war der. Sagt er, das glaubt er nicht. Sagt, er hat gerade bei seinem Freund angerufen, der nimmt den Telefon ab und sagt, gut, dass du anrufst, brauchst du Glykol. Habe Glykol gekriegt, den Wert von 4.000 Euro. Einfach mal so. Da habe ich gleich anrufen können bei dem Bruder und sagt, du, kannst dein Geld behalten? Ich habe Glykol bekommen. Ja. Ist das nicht wunderbar? Solche Geschichten, das sind Nebenwirkungen, Begleiterscheinungen. Die begleiten uns, wunderbare Sachen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, die meisten kennen meine Geschichten alle. Aber dieser Moment, Leute, ich werde das nie vergessen, wo ich damals in der Hütte im Wald gewohnt habe und habe dort Holz gehackt mit der Axt, wochenlang hat das gedauert. Da war die Axt stumpf, mitten in der Wildnis, woher kriege ich, wie soll ich jetzt die Axt schleifen? Da stehst du da. Und da bin ich in die Scheune, stand ich da in der Scheune und habe gesagt, Jesus, jetzt ist die Axt stumpf. Und habe ich plötzlich so einen Gedanke, du, wo würdest du denn einen Schleifstein verstecken, wenn du einen hättest? Ich gucke rum, sehe ich oben in der Wand ein Loch. Dann sage ich, da oben, greif rein, war ein Schleifstein drin. Leute, wisst ihr, das sind so Momente, wo du einfach merkst, er lebt. Erlebt, ich habe es erlebt. Er ist da. Das sind Nebenwirkungen, Begleiterscheinungen. Aber was ist das Ziel von dem Ganzen? Guckt, lasst uns mal in die Bibel gucken. In Römer. Römerbrief 8, Vers 28. Da heißt es, wir wissen. Und das ist das, was wir wissen müssen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Schaut, alle Dinge, die uns passieren, gute Dinge, auch Dinge, die wir vielleicht erstmal als negativ empfinden. Alles dient dem Besten. Deswegen schon mal Vorsicht. Das Beste ist nicht, dass wir in bessere Umstände kommen. Auch wenn wir das automatisch immer wollen. Wir neigen dazu. Wir kommen in eine Krise, irgendwas passiert. Warum? Wieso? Wir wollen da raus. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Nur der Glaube weiß dann mehr in dem Moment. Der Glaube weiß auch, halt einmal, auch diese Situation trägt jetzt zum Besten bei. Und was ist das Beste? Eben nicht, dass ich sofort in bessere Umstände komme, sondern das Beste ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Das Ziel Gottes ist ja hier beschrieben, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Es geht also um eine, ich sage es bewusst, Transformation, Umgestaltung, Verwandlung. Die Bibel gebraucht das Wort Heiligung in das Bild Christi. Und da gebraucht Gott eben alle Umstände des Lebens, eben auch Schwierigkeiten. Und Leute, glaubt nicht, dass wir nur solche Momente haben, dass wir da den Schleifstein finden und dass der Tisch da und was nicht alles. Wenn ich euch jetzt aufzählen würde, was uns jeden Tag um die Ohren fliegt, dann würde die Hälfte von euch heulen und die andere würde denken, das erzählt er nur, damit wir mehr spenden.
das Problem ist ja, ich kann ja gar nicht ehrlich all das Schlechte sagen. Damit können die meisten gar nicht umgehen. Aber ihr könnt mir eins glauben, Leute, ich denke manchmal, ich bin im Irrenhaus, ja? was da alles los ist. Nur mal so eine Geschichte. Dieser Kerl, der uns das Glykol gegeben hat, der saß dann vor mir, der hatte Tränen in den Augen, wo ich das Glykol abgeholt habe. Und hat gesagt, Cornelius, du bist gesegnet. Unglaublich, dass er das so miterleben durfte. Gleicher Mann hilft uns, jetzt das Wärmesystem einzubauen in dieser Poststation, die wir renovieren. Und er hat einen fatalen Fehler gemacht, hat vergessen, die Baugenehmigung zu beantragen und hat dort schon gegraben, 500 Meter mit dem dicken Bagger. Wir haben 1 Kilometer Leitungen in der Erde verlegt und plötzlich kommt raus, wir sind zu nahe an den Nachbargrundstücken. Leute, jetzt stehst du da. Was jetzt? Ja, jetzt muss man die Nachbarn fragen, ob die das genehmigen. Ja, aber die Nachbarn, die schauen uns alle schief an, weil dort bei uns im Garten steht der große Bibelbus mit den ganzen Bibelaufklebern. Da gibt es einen, der das gar nicht mag. Und da merkst du, ja, jetzt bist du als Missionar in einem fremden Land, du baust eine Missionsstation auf und ja. Leute, was kannst du denn machen in solchen Momenten? Du kannst durchdrehen, du kannst dir an den Kopf fassen oder du kannst einfach sagen, Herr, hervorragend. Weil als Erlöser hast du mal wieder eine Lösung, die sehe ich noch nicht. Aber danke, dass du sagst, sorgt euch nicht für den morgigen Tag. Ich lasse mir doch meinen Appetit nicht verderben und schon lange nicht meinen Schlaf rauben, Leute. Also, und wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Das ist nur eine Sache, gibt es zig andere Sachen. Kontaktlinsen waren weg. Weil ich arbeite wie ein Vollhund da oben. Kontaktlinsen weg. Wo sind sie denn? Ja. Einen Tag bevor wir nach Deutschland gefahren sind, sind sie wieder aufgetaucht. Preis den Herrn, das war auch eine Gebetserhörung. Meine Mutter hat schon Arzttermin gemacht, um neues Rezept zu besorgen. Optiker, das hat sich dann alles wieder in Luft aufgelöst. Aber diese täglichen Sorgen, Schwierigkeiten, Leute am laufenden Meter, Unfall, nach Hause gefahren, vom Gottesdienst, darf denn sowas passieren, nachdem man beim Gottesdienst war, Gottes Wort gepredigt hat? Geht doch nicht. Du fährst nach Hause, Frau sitzt am Steuer, meine Frau fährt hervorragend, ja, ist nicht so wie bei anderen Frauen, Lenker ab zum Henker, sondern die fährt gut. Gibt auch Männer. Ich bin mal Männer mitgefahren. Oh, Leute, nie wieder. So. Die fährt gut. Und auf dem Weg zu unserem Haus, ihr kennt die Strecke mittlerweile, da gibt es 2 Hubbel, also Straßenschäden. Da bremsen wir mal ab. Sie bremst also schön runter. Leute, plötzlich springt ein Elch von links da raus. Sie zieht nur noch nach rechts. Der Elch rutscht aus, knallt volle Karacho seitlich in unsere Karre, die wir gespendet bekommen haben, eine Gebetserhörung, dass wir dieses Auto gekriegt haben. Wahnsinn! Kann das denn passieren, dass Gott es zulässt, dass eine Gebetserhörung, ein gespendetes Auto, das wir haben, von einem Elch zermatscht wird? Dass nicht wir sind in den reingeknallt, sondern der in uns. So, und zu aller Freude ist er dann aufgesprungen und hat mit seinem Geweih den Spiegel rausgerissen und ist dann in den Wald gerannt. Ja, wer braucht da Fernseher, unsere Kinder haben? Action, live. Dann stehst du da. Ja. Leute, diese Dinge passieren. Und Gott arbeitet an uns. Er weiß, was er tut. Da müssen wir ihn einfach nur mal machen lassen. Lasst uns darauf uns konzentrieren. Was ist denn das Beste? Die Umgestaltung in das Bild Christi. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Aber genau hier ist ein Problem. Lieben wir überhaupt Gott? Wir haben gerade auch auf dem Weg hierher darüber geredet. Ich erinnere mich daran, dass ich schon auf der Bibelschule war. Schon Leiter von den Holy Riders. Evangelist. Und plötzlich wird mir bewusst, beim Unterricht, den wir dort hatten, halt mal, ich liebe Gott gar nicht. Also da muss man ein bisschen ehrlich selber sein. Also, ich habe das für mich reflektiert.
Ich habe gesehen, in der Bibel steht, dass wir Gott lieben können und sollen. Und das hat mir eingeleuchtet, intellektuell, dass Gott liebenswürdig ist. Und ich habe Menschen gesehen, die Gott lieben und musste mir eingestehen, ich liebe Gott nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Gott suchen. Ich bin dann auf mein Zimmer und habe wirklich Gott gesucht. Ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, warum bin ich meiner? Da muss mir doch was fehlen. Irgendwas habe ich nicht verstanden. Wenn es so ist, dass ich dich nicht liebe. Und ich habe gesagt, Herr, ich kapiere doch, dass du liebenswürdig bist. Hilf mir, diese Sachen zu verstehen, dass ich dich lieben kann, so wie du es verdienst, so wie es richtig ist. Leute, das ist sehr heilsam, wenn man ehrlich wird mit sich selber und vor Gott. Was sollen wir Gott und anderen was vormachen? Ich war damals an dem Punkt, wo ich mir eingestehen konnte, ich liebe Gott nicht. Ja, aber das ist doch das Wunderbare, dass Gott dann anfangen kann, das, was uns fehlt, zu ergänzen, uns zu helfen, uns zu zeigen. Um es ganz kurz zu sagen, Gott hat mir danach Jesus Christus und das Kreuz noch viel tiefer gezeigt, bis ich von Herzen sagen konnte, dass ich Gott liebe. Ich liebe Gott. Und das ist für mich das Allerwertvollste. Deswegen haben wir jetzt auch gesungen, Gott ist die Liebe. Es ist nicht die Frage, das wissen viele und können das zitieren. Die Frage ist, liebst du auch Gott? Schaut, lasst uns doch mal gucken in 1. Petrus 1, Vers 8. Da hat mir meine wandelnde Konkordanz heute noch einen Bibelvers zugeschickt. Das ist nämlich mein Vater. Immer wenn ich was nicht finde, dann sofort meinen Vater Bescheid sagen. Der weiß das. Und in Zusammenarbeit mit der Mutti kam dann der Bibelvers. 1. Petrus 1, Vers 8. Da heißt es, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ist doch interessant. Man kann Jesus lieben, ohne dass man ihn gesehen hat. Jetzt lasst uns einen anderen Vers angucken. In Johannes 6, Johannes 6, Vers 36, da steht das Gegenteil. Johannes 6, Vers 36. Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Also, zwei Sachen. Hier sind welche, die haben Jesus gesehen, aber sie glauben nicht an ihn und sie lieben ihn auch nicht. Da gibt es andere, die haben ihn nicht gesehen. Die glauben an ihn und lieben ihn. Da steht doch die Welt irgendwie Kopf. Ich habe früher als Jugendlicher gedacht, dass ich einen eklatanten Nachteil habe den Jüngern gegenüber. Ich kann nämlich Jesus nicht sehen. Ich habe gesagt, Jesus, also wenn ich dich sehen könnte und dich erleben würde, deine Heilung und so, dann gibt es ja kein Problem, würde ich ja nicht glauben. Vorsicht, das stimmt nicht. Guckt euch das doch mal an. Wie viele Menschen haben damals Jesus gesehen? Sie haben ihn erlebt, sie haben ihn gehört, sie haben die Wunder gesehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn verlassen. Sie wollten ihm nicht mehr zuhören. Sie haben ihn nachher ans Kreuz geschlagen. Da siehst du, Jesus mit den Augen zu sehen, ihn zu erleben, das ist nicht das Entscheidende. Dann gibt es andere, die haben Jesus nie gesehen. Also ich habe ihn nie mit meinen Augen gesehen. Aber irgendetwas passiert und sie glauben an ihn. Sie lieben ihn. Was ist denn der Unterschied oder wo kann man das trennen? Wieso ist das so? Leute, es ist das, was ich gestern gesagt habe. Die einen geben diesen Fragen, die sie im Herzen haben, nach Gott, nach dem Sinn, nach der Wahrheit nach und suchen Gott. Die anderen nicht. Und da kannst du in eine Kirche hineingeboren sein, da kannst du Mitglied sein, so kannst du sogar Pastor, Theologe sein. Viele Menschen reden wie Blinder von der Farbe. Sie haben Gott nicht erlebt. Und sie müssen sich auch eingestehen, dass sie
Gott überhaupt nicht lieben. Aber da gibt es diesen kleinen Unterschied. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch Gott wirklich sucht, dann erlebt er genau das, was wir gestern besprochen haben, dass Gott sich finden lässt und dass Gott durch seinen Geist anfängt zu leiten. Es gibt dann diese Nebenerscheinungen, diese Begleiterscheinungen, dass der Mensch geführt wird. Guck, da gibt es eine Bibelstelle in Lukas 2. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen zur Zeit. Das ändert sich immer so mit den Perioden. Aber schon seit Jahren ist das eine meiner Stellen, wo ich einfach fasziniert bin. Und das ist diese Situation, wo Jesus neugeboren ist als Baby und die Eltern bringen ihn zum Tempel. Lass uns das mal lesen, in Lukas 2, Abvers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und jetzt kommt's. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Ist das nicht interessant? Da, wo ein Mensch auf Gott hofft, auf Gott vertraut, ihn sucht, da kommt der Heilige Geist. Da kommt der Heilige Geist und da geschehen Dinge. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und so weiter. Leute, überlegt doch mal. Da ist ein alter Mann und der ist in der Lage, in einem Baby das Heil der Welt zu erkennen. Wie geht das denn? Da waren andere in der Zeit, ausgebildete Theologen, religiöse Führer, die haben nichts gesehen. Die waren im Tempel, die haben ihre Dienste gemacht, die haben die Opferung gebracht, die haben sich wichtig gemacht durch ihre Lehren, Diskussionen und so weiter. Sie sahen nichts in diesem Baby. Aber er sieht in einem Baby das Heil der Welt. Wie geht das denn? Und da seht ihr, welche Rolle es spielt, ob der Heilige Geist dich erleuchtet oder nicht. Das ist nicht nur ein Unterschied zwischen hell und noch heller, sondern das ist ein Unterschied zwischen Erkenntnis und Erkenntnis. Es ist so. Wenn Gottes Geist dir etwas zeigt, dann siehst du es klar. Wenn nicht, dann siehst du es nicht. Und der Unterschied zwischen Simeon und den ganzen anderen Leuten damals ist ganz einfach hier beschrieben. Er wartete. Ja? Er ist in dieser Abhängigkeit von Gott. Er sucht, er will. Darauf kommt es an. Und genauso ist es auch heute mit Jesus Christus. Es gibt Menschen, die gehen hier wandern,
Die gehen an so einem Kreuz vorbei, wo ein Kruzifix ist, und sie sehen nichts. Es gibt andere, die laufen in einer anderen Gegend, wo gar kein Kruzifix ist, aber sie haben Jesus vor Augen. Sie beten ihn an, sie freuen sich an dem Heil, das er vollbracht hat. Die einen leben im Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Die anderen sind vielleicht einfach nur traditionell, religiös oder gar nichts. Der Unterschied macht einfach die Herzenshaltung des Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. In Johannes 16, Vers 13 und 14 sagt Jesus: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und in Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und so weiter. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ist das nicht wunderbar, dass der Heilige Geist da ein Werk tut, das niemand sonst in uns tun kann? Johannes 16, Vers 8. Wenn aber jener kommen wird, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde. Ist es das, was wir wollen? Schaut, wenn Gottes Geist uns von Sünde überführt, dann nicht um uns schlecht zu machen, nicht um uns kaputt zu machen, sondern weil er uns reinigen will, befreien will, verändern will. Willst du das? Das ist die große Frage, ob es unser Herzenswunsch ist, Christus gleich zu sein. Das kann eben nur einer, der wirklich Jesus erkannt hat, der diese attraktive Heiligkeit erkannt hat und darin das Wertvollste der Welt überhaupt erkennt. Ich weiß nicht, ob du einen Amen dazu hast, aber was macht denn Jesus so besonders? Ist es die Tatsache, dass er Zeichen und Wunder getan hat? Dann muss ich die Frage stellen, stell dir mal vor, dass Jesus nie ein Wunder tun würde in deinem Leben. Würdest du Jesus trotzdem nachfolgen? Ja, manche würden fragen, wieso denn dann? Was soll das denn bringen? Ja, eben! Reicht's nicht, dass wir so werden dürfen wie er? Was fasziniert dich denn an ihm? Guck, es ist doch so, wenn Jesus ein Sünder wäre, wie wir, was wäre dann Besonderes an ihm? Das, was ihn doch von allen unterscheidet, ist seine absolute, vollkommene Reinheit, seine Heiligkeit. Glaubst du das, dass er tatsächlich nie eine Sünde begangen hat? Ich sage dir eines, für jemanden, der in der Welt ist, schon für den ist es schwer zu glauben, dass Jesus nie eine Sünde gemacht hat. Aber jemand, der in der Welt ist, der hat lange nicht eine Sündenerkenntnis, wie jemand, der vom Heiligen Geist erleuchtet ist. Wenn jemand wirklich schon an Jesus glaubt und wirklich von dieser Heiligkeit fasziniert ist und diesen Herzenswunsch hat, Christus gleich zu sein, ich sage euch was, der erlebt jeden kleinen Fehler, den er selber macht, viel schlimmer als davor die großen Sünden, die er früher begangen hat. Das ist wirklich so, wenn... Früher habe ich Sachen gemacht, Leute, darüber möchte ich gar nicht mehr reden, ja? Aber ich fand das nicht besonders schlimm. Ich dachte sogar, das ist recht so. Dann hast du aber die Situation, dass Gott dich verändert und plötzlich machst du eine relativ kleine Sünde, die wäre dir früher gar nicht aufgefallen. Und heute bist du völlig frustriert darüber, weil du hast es schon 20 Mal gemacht und hast gedacht, du stellst es ab, aber hast es immer noch nicht hingekriegt. Und du merkst immer intensiver, dass etwas mit dir nicht stimmt. Ich will das Gute tun, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Und dann kommst du dahin, wo Paulus sagt, wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen habe ich nicht. Was ist verkehrt mit mir? Und erst da merkt ihr, wie dieser Prozess, wie das Suchen wieder intensiver wird. Und der Mensch wirkliche Lösung sucht. Nicht nur, Entschuldigung, Vergebung, Schwamm drüber. So tun, als ob alles in Ordnung ist.
sondern du kommst durch Gottes Wirken in deinem Leben dahin, dass du echte Erlösung suchst von diesen Sünden, die du vielleicht heimlich tust, die du niemandem bekennen müsstest, weil es auch keiner mitkriegt, aber du weißt, du stehst vor Gott. Und es macht dich fix und fertig. Du willst nicht mehr, du kannst nicht mehr, weil du bist durch Gottes Geist erleuchtet. Deswegen, ich möchte Folgendes sagen. Das ist das Wunderbare an Gottes Geist. Er bringt uns dahin. Und das ist eine gottgewollte Traurigkeit, sagt Paulus. Denn das Ziel davon ist Freude. Es ist Freiheit. Es ist nicht das Ziel, dass wir traurig bleiben. Es ist nicht das Ziel, dass wir frustriert bleiben. Sondern Gott möchte uns dahin bringen, dass es einen Durchbruch gibt, dass es Veränderung gibt. Es gibt mehr. Es gibt echte Veränderung, aber Gott arbeitet daran. Deswegen sei nicht frustriert. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich nur die Kilometersünden gesehen. Ja? Habe gar nicht geahnt, dass es Zentimetersünden geben könnte. Und dann kommt Gottes Geist und zeigt dir plötzlich, ja, halt mal und hier. Und ich merke, ja. Ist das nicht wunderbar? Guckt, es geht doch nicht darum, dass wir nie gut genug sind. Es geht doch nicht darum, dass Gott nie zufrieden ist und immer noch was findet und immer noch was findet. Ich habe mal so einen Chef gehabt, das war eine Katastrophe. Ja? Egal, was du eine Leistung gebracht hast, er hat immer noch die Dinger gezeigt, die nicht gut waren und hat dich zusammengeschissen. Gott ist doch nicht so. Sondern wir müssen begreifen, Sünde macht unser Leben kaputt. Auch das ist nicht bei allen angekommen. Gott muss uns darauf hinweisen, weil wir machen unser Leben kaputt. Und das Leben anderer. Und wir werfen auch ein falsches Bild auf Jesus Christus. Menschen beobachten uns ja. Ihr habt das mal, ihr kennt das alles. Manche suchen einfach nur Fehler, ja, um sich entschuldigen zu können. Ich bin mal mit meinem Motorrad zum Fitnessstudio gefahren früher. Ich hatte so eine lange Gabel und komme da um die Kurve gerollt und da stand ein Fahrrad da und ich habe zu spät gebremst und habe dann vorne das Fahrrad ganz leicht berührt und das ist ganz sanft in den Busch gekippt. Und dann saß da mein Kumpel, und das war jetzt aber nicht christlich. Ja. Darauf warten die nur, ne, solche Sachen. Und zugleich, der Mensch will sich rechtfertigen. Wenn sie an uns Christen Fehler feststellen, dann ist das für sie eine Rechtfertigung. Aha, guck mal, da kann ich auch bleiben, wie ich bin. Weil, aber ist das nicht interessant? Denk mal von der anderen Seite. Komischerweise, die ganzen Nicht-Christen wissen, wie ein echter Christ zu leben hätte. Komischerweise wissen sie, was Recht und Unrecht ist und was heilig ist. Sie fordern das von uns. Das ist doch irgendwie interessant. Lasst uns nicht unter Druck setzen. Jesus will uns weiter verändern. Das ist ein Weg in die Freiheit. Es geht um die Wiedergeburt. Nikodemus, der zu Jesus kommt, nachts, da waren wir auch gestern. Menschen haben Angst. Was denken meine Kumpels? Er kommt nachts zu Jesus. Er ist begeistert. Wir wissen, du musst von Gott kommen. Denn keiner kann diese Zeichen und Wunder tun, die du tust. Aber dann merkst du, Jesus sagt nicht, hey super, du hast es kapiert, du bist angekommen. Sondern er geht sofort zu einem anderen Thema. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Da geht's hin. Und er hätte sagen können, viele, ah Jesus, ich kapiere, ich weiß, wovon du redest. Ja, damit er seinen, er ist ein Theologe. Er kann eigentlich nicht zugeben, dass er nichts kapiert. Aber da seht ihr, er ist ehrlich. Obwohl er Theologe ist, einer der vornehmsten Führer des Volkes. Er ist ehrlich vor Jesus und sagt, stellt diese dumme Frage, was ist das, von neuem geboren werden? Soll ich zurück in den Ranzen meiner Mutter kriegen? Und da siehst du, wenn du von Herzen eine dumme Frage stellst, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Dem Stolzen widersteht Gott. Dem Stolzen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Da sind wir wieder bei Nathanael. Er war skeptisch, er war zurückhaltend, er war ablehnend. Jesus sieht ihn und erreicht ihn. Das ist einfach herrlich. Viele Menschen haben Gründe, weshalb sie ablehnend, zurückhaltend sind, warum sie nachts kommen, heimlich. Gott sieht das Herz an. In 1. Petrus
Kapitel 3 steht es auch, dass wir von Neuem geboren sind. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 4, steht sogar, wir sollen göttlicher Natur teilhaftig werden. Leute, kam das bei euch an? Das ist doch manchmal so krass, was wir aus dem Christentum machen. Einfach konform gehen, Mitgliedslisten, Bibelunterricht, dabei sein. Und dort steht, wir sollen göttlicher Natur teilhaftig werden. Paulus sagt, dass die Auferstehungskraft Christi in uns wirkt. Ich frage dich jetzt mal, würdest du auf die Idee kommen, die Bibel so zu formulieren? Ist das dein Erlebnis? Es muss doch dahin kommen. Da gibt es zwei Tests, mit denen ich so auf die Zielgerade einbiegen möchte. Zwei Tests habe ich gefunden in der Bibel, wo man testen kann, ob man ja, auf dem richtigen Weg ist. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst. So, jetzt ein Test. Eine Prüfung. Ob ihr im Glauben seid. So, und jetzt kommt nicht. Bist du getauft? Gehörst du zur richtigen Kirche? Welches ist das überhaupt? Und innerhalb der Kirche? Zu welchem Lager? Wir sind ja mittendrin im Chaos. Nein, hier steht, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht werdet? Also die Frage, ist Jesus Christus in dir? Prüf dich. Da kannst du nur eine Antwort geben. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das meine Erfahrung? Dass mein altes Leben dort am Kreuz geendet hat und Jesus lebendig ist in mir. Nicht nur durch Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen, die alle toll sind. Ich brauche sie jeden Tag. Was wir beten, wir kriegen wieder seit Monaten kein Kindergeld. Nicht genug damit, jetzt schreiben uns die Behörden, dass wir auch noch das, was wir das ganze Jahr bekommen haben, zurückzahlen sollen. Ja, uns wackelt der Helm. Christine hat schon 5-mal Kindergeld beantragt. Dann rufst du an, hör, ich habe die Papiere nicht. Leute, was geht denn da ab? Schwierigkeiten genug. Wir brauchen diese Nebenwirkungen Gottes. Aber sie sind nicht das Entscheidende. Hat Christus die Möglichkeit, sich in dir zu verwirklichen? Das ist die Frage. Da geht's hin. Das ist der eine Test. Der andere Test, den ich gefunden habe, den formuliert Johannes, der Apostel der Liebe. Und da sind wir wieder am Anfang. Gott ist die Liebe. Es kommt etwas, was vielleicht den meisten nicht so schmeckt. In 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Jetzt, wieder ein Test. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wenn wir seine Gebote halten. Punkt. Doch, halt doch mal. Würden viele sagen, halt mal, Gebote halten ist ja gesetzlich. So, mein lieber Freund, jetzt nicht, was dein Pastor gesagt hat oder irgendwelche Theologen oder Internetprediger, sondern was steht in der Bibel? Jetzt pass mal genau auf. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu leben oder zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Jetzt wird's ernst. Ich war mal auf einer großen Konferenz, charismatisch, 1000 Leute, Lobpreis, Halleluja, preis den Herrn, Begeisterung, Emotionen. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gesagt, Herr, worüber soll ich predigen? Und dann hat Gott gesagt, komm, wir machen mal einen Test. Ich will dir was zeigen. Dann sage ich, was denn? Sag ihnen, dass wir heute über das Gesetz reden. Da dachte ich, Herr, warum nicht mal. Wenn ich das bringe, ja, mach mal. Leute, ich habe es gemacht. Ich stand also vor 1000 Leuten, die gerade völlig in ihren Emotionsballungen waren.
Dann bin ich nach vorne und habe gesagt, Leute, lasst uns jetzt mal über das Gesetz Gottes reden. Ey, das war wie wenn du eine Nadel in so einen riesen Luftballon reinpiekst. Die Stimmung war raus, die haben mich alle entsetzt angeguckt. Und da musst du dich fragen, sag mal, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit dem Christentum? Haben die da einen entscheidenden Punkt gar nicht gerafft? Ich lese das nochmal. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also es geht nicht nur, hey, ich fühle, dass Jesus da ist, oder ich fühle es nicht. Sondern das kannst du doch für dich reflektieren. Liebst du Gottes Gesetz oder nicht? Ist es dir ein Privileg, eine Freude, es zu halten? Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, Leute. Ich glaube, dass es hier einen eklatanten Fehler gibt in der Theologie der meisten Kirchen. Man getraut sich gar nicht mehr über das Gesetz zu reden, weil die unwissenden Leute sofort sagen, oh, gesetzlich, gesetzlich. Und spätestens dann merkt man, dass die Leute das Birnen von Äpfeln nicht trennen können. Denn ein gesetzlicher Mensch, der versucht, Gesetze zu halten, um gerettet zu werden, das ist der falsche Weg. Aber ein echter Christ, der liebt Gottes Gesetz, weil er aus Gnade gerettet ist. Und er möchte jetzt Gottes Willen tun. Er hat kapiert, Sünde macht mein Leben kaputt. Das Gesetz führt mich in die Freiheit. Guck doch mal, die Truppe ist jetzt aus Schweden gefahren mit unserem Bus. Wieso sind die so gut von Schweden bis hier runtergekommen? Ohne irgendwelche Unfälle jetzt oder irgendwas. Unfälle können passieren, aber warum? Ja, weil sich die Leute an die Verkehrsregeln halten. Doch noch allgemein. Und wir hoffen doch, dass die Leute bei Rot stehen bleiben. Und wir hoffen doch, da, versteht ihr? Diese Gesetze sind doch die Grundlage, dass man frei fahren kann. Und wenn sich alle daran halten und die Straßen auch noch gut sind, dann kannst du Vollgas fahren. Ja? Wie mein Bekannter aus Tschechien mit 417 km/h im Bugatti über die Autobahn in Deutschland. Da wir mal das Auto dazu hat, das kriege ich mit meinem Bus nicht hin. Da kann auch Regie werden. In der Bibel gibt es diesen Begriff, das Gesetz der Freiheit. Und das leuchtet uns allen ein. Da, wo die Menschen sich an Gottes Gesetze halten würden, wir hätten eine andere Welt. Ich sage auch den Tschechen immer, stellt euch mal vor, dass die Menschen alleine zwei Gebote hier in dem Land halten würden. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Man würde doch euer Land nicht wiedererkennen. Da nicken sogar die schlimmsten Atheisten. Ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Und lasst mich das noch mal ganz kurz erklären. Guck mal im Römerbrief. Da steht in Römer Kapitel 10. Vers 4 einen Satz. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. So, und deswegen meinen viele, Christus ist das Ende des Gesetzes, finito, aus. Wir dürfen jetzt machen, was wir wollen. In Norwegens größter Gemeinde, da sagt der Prediger, wirklich, da sagt der Prediger, für uns Christen gibt es keine Gesetze mehr, wir können tun und machen, was wir wollen. Wir sind unter der Gnade. Dann ist mein Kumpel zu mir nach der Predigt, hat ihn nochmal gefragt. Dann sagt er ihm wörtlich ins Gesicht. Wenn du willst, lade ich dich in ein Bordell ein. Wir sind frei zu tun, was wir wollen. Das Gesetz ist abgeschafft. Norwegens größte Gemeinde. Ein Freund von mir, mit dem ich jahrelang unterwegs war, der ist meiner Meinung nach abgefallen. Der ist jetzt in einer Sekte in Deutschland, wo Ehen aufgelöst werden, wo nur noch die Liebe gilt, freier Sex für alle und so weiter. Diese Sekte hat auch die Jesus-Freaks-Bewegung durchsäuert und dort zig Mitglieder mitgenommen und so weiter. Was sagt die Bibel?
Was ist euch aufgefallen, dass ein Zeichen der Endzeit die Gesetzlosigkeit ist? Da musst du dir doch mal überlegen von der Logik. Wenn ein Zeichen der Endzeit die Gesetzlosigkeit ist, wie kann dann das Gesetz abgeschafft sein? Ich frage mich manchmal, kennen die Leute noch die Bibel? Können die noch vernünftig denken? Aber hier steht dieser Satz. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Ich würde gerne mit diesen Bibelgesellschaften Kontakt aufnehmen. Vielleicht mache ich das auch. Weil ich stelle jetzt eine Behauptung auf. Und zwar, dass dieser Satz hier völlig falsch übersetzt ist. Und ihr braucht doch nicht mal große Griechischkenntnisse, um das zu verstehen. Passt mal auf, was hier im Griechischen steht. Hier steht, Christus ist das Telos des Gesetzes. Jetzt denkt nach. Tel. Klickert's? Telekom. Kennt ihr Worte mit Tel? Telekom. In Schweden gibt es Telia. Also auch Telefongesellschaft. Teleskop. Television. Um was geht es bei dem Wort Tele immer? Es geht immer darum, etwas bis zum Äußersten. Man versucht mit dem Television, also Fernsehen, die Filme bis so weit wie möglich zu strahlen. Mit dem Teleskop versuchst du bis zum Äußersten der Galaxie zu kommen, aber nicht bis ans Ende. Dieses Wort bedeutet nicht Ende und Aus, sondern die korrekte Übersetzung ist bis zum Äußersten. Und guck mal, wie es sich dann anhört. Denn Christus ist, eigentlich steht hier, die äußerste Erfüllung des Gesetzes. Und damit die einzige Norm zu einem gerechten Leben für jeden, der glaubt. Das ist das, was da steht. Das hört sich doch völlig anders an, oder? Jesus ist die äußerste Erfüllung des Gesetzes und damit das einzige Vorbild, das normative Vorbild für jeden, der gerecht leben möchte. Johannes 13, da haben wir das gleiche Wort. Da habe ich ein bisschen dran geforscht. Jetzt wisst ihr, was ich mache, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Guck mal, in Johannes 13 steht das gleiche Wort und der gleiche Fehler. Da heißt es in Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis Telos. Hier steht, so liebte er sie bis ans Ende. Da steht aber Telos. Und man muss ja den Kontext beachten. Also meint es jetzt Ende? Wie könnte man das dann deuten? Also er liebte sie bis ans Ende, bis an seinen Tod. Ja? Könnte man sagen. Ich sage, okay, nur wenn du jetzt den Kontext beachtest, was kommt denn direkt danach? Johannes beschreibt dann, wie Jesus seine Schürze anzieht, sich niederbeugt und den Jüngern die Füße wäscht. Und dann direkt danach Folter, Kreuzigung und Tod. Die Leiden. Und was er hier eigentlich einleitet, ist, dass er sagt, Jesus ging bis zum Äußersten. Er machte das, was undenkbar ist, dass er, der Himmel und Erde erschaffen hat, er geht bis zum Äußersten in die Tiefe, wäscht den Jüngern die Füße. Und er geht noch tiefer bis ans Kreuz. Das ist dieser Gedanke, der in Hebräer auftaucht, in Hebräer 5, Vers 8. Da heißt es, denn obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hier sind ein paar Sachen, die schwierig sind. Wie geht das denn, dass Jesus Gehorsam gelernt hat? Hat mir nicht eingeleuchtet. Der hat ja nie gesündigt. Er war ja immer gehorsam. Aber da merkt ihr, es ist ein vertiefender Gehorsam. Es ist ja eine Sache, ob ich gehorche, wenn es mir Spaß macht, wenn ich auch sehe, dass was Gutes bei rauskommt, oder ob ich gehorche, wenn es schwierig wird und eng wird, bis in den Tod.
Ihr seht, wie Jesus gekämpft hat im Garten Gethsemane. Er war angefochten, abzuhauen, quer durch die Büsche, auf und davon. Für Jesus war Gehorsam lernen nicht ein Prozess von Ungehorsam zum Gehorsam, sondern es ist ein vertiefender Gehorsam bis zum Äußersten. Und der gleiche Gedanke im nächsten Vers. Nachdem er zur Vollendung gelangt ist, auch da kann man sich fragen, war Jesus nicht immer vollkommen? Der hat doch nie gesündigt. Ja, aber genau eben. Es ist doch die eine Seite, ob ich Jesus predige, Gottes Wille tue, solange die Leute Gott preisen, sich an den Wundern freuen und sagen, er ist der Messias, Halleluja. Es ist aber etwas anderes. Jesus wurde dann angefeindet. Er wurde verlästert, er wurde abgelehnt. Bis hin, dass er zu Unrecht verurteilt wird, von den Jüngern verleugnet, verlassen, gefoltert, ans Kreuz geschlagen. Und da merkt ihr, dass die Vollendung ein vertiefender Prozess ist. Auch für Jesus. Aber eben nicht wie bei uns aus der Sünde zur Heiligung, sondern ein vertiefender Prozess. Und deswegen ist das Kreuz so wichtig, weil wir da am Kreuz und an der Haltung, die Jesus hat, das gewaltigste Licht haben. Weil da, wo der Hintergrund die totale Finsternis ist und die Bosheit, das ist die Stunde der Finsternis, da leuchtet das Licht am hellsten. Da ist die Vollendung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, dass wir sehen, wie Jesus dort in Leiden und Sterben vollendet ist. Und genau das, dieses Ding hier, ist Telos. Genau darum geht's. Schaut mal, diejenigen, die sagen, das Gesetz ist abgeschafft, ich möchte mal das genaue Gegenteil behaupten und aus der Bibel erklären. Jesus sagte, zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, hat Jesus jetzt das Gesetz abgeschafft, sondern er sagt, ich aber sage euch, wer einer Frau hinterher schaut, sie zu begehren, der hat bereits die Ehe mit ihr gebrochen. Das heißt, Jesus schafft das Gesetz nicht ab, er verschärft es. Ist euch das aufgefallen? Er verschärft es. Er sagt zu den Alten, ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinen nächsten Idioten nennt, der ist des höllischen Feuers schuldig. Hat Jesus das Gesetz abgeschafft? Nein, er schockt, indem er es verschärft. Merkt ihr, wie dieser Spagat im Christentum auseinandergeht? Die einen sagen, das Gesetz ist abgeschafft. Sie glauben an eine Gnade und Liebe Gottes und geben sich allen Sünden hin, während die Bibel das genaue Gegenteil lebt. Lebt, weil Jesus es vorgelebt hat. Jesus ist nämlich die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du wissen willst, wie das Gesetz aussieht in Funktion, im Leben, geistlich, durch Liebe, durch Weisheit, dann brauchst du Jesus. Nur Jesus kann dir zeigen, wie das Gesetz Gottes gelebt werden kann. Das werden wir ohne Jesus nie verstehen. Weil Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich bin fasziniert von diesem Gedanken, dass Jesus das Gesetz völlig erfüllt hat. Das Gesetz, das Geschriebene, die 10 Gebote, sozusagen wie das Skelett, aber Jesus kommt und bringt Fleisch, er bringt Blut, er bringt Leben. Da können wir sehen, worauf es ankommt. Und er erfüllt es mit Liebe. Guckt ihr, Matthäus 5, Vers 17 sagt er es. Ich lese das mit euch, damit ihr nicht denkt, ich behaupte hier Sachen. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Guck, und das Erfüllen hat eine Doppelbedeutung. Jesus erfüllte die rituellen Gebote am Kreuz. Er wurde unser Passahlamm. Da erfüllen sich diese Opferungen in dem Opfer Jesu. Aber er erfüllt es auch in einem anderen Sinn, nämlich in seinem Leben, in seinem Handeln, in seiner Heiligkeit.
so wie er mit Gott umgeht, mit den Nächsten umgeht, dann erfüllt er das Gesetz vollkommen. Was für eine Sozialkompetenz, was für eine Menschenkenntnis, was für eine Weisheit im Umgang mit den Menschen. Wisst ihr, das Thema Gerechtigkeit verstehen wir oft leider nur von Luther her Rechtfertigungslehre. Wir sind rechtfertigt, gerechtfertigt und gerecht gesprochen. Ja, aber das Wort Gerechtigkeit ist doch tiefer. Das Wort Gerechtigkeit, wenn wir jetzt mal die Theologie weglassen, bedeutet ja eigentlich das gerechte Handeln. Wie man einen Menschen recht behandelt. Und das ist sehr kompliziert. Weiß nicht, ob du mal darüber nachgedacht hast. Aber es ist ja so, du behandelst doch einen Polizeibeamten anders als deinen Kumpel. Also wir behandeln Menschen unterschiedlich. Ich behandle zum Beispiel meine Frau ganz anders als alle anderen Frauen, ohne ungerecht zu sein. Oder? Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass wir alle gleich behandeln. Das ist völlig verkehrt. Ich behandle auch meine Kinder völlig anders als die Kinder von anderen Leuten. Meinem Sohn kann ich sagen, Kerle, ja. Wenn jetzt irgendwelche anderen Kinder Unfug machen bei uns, dann weiß ich manchmal nicht, was soll ich machen. Das sind ja nicht meine Kinder. Ja, mit denen kann ich ja nicht so reden. Ja, wenn wir also wissen wollen, und die Fragen haben wir doch jeden Tag, Jesus, wie soll ich den behandeln? Der geht mir jeden Tag völlig auf den Keks. Wie soll ich mit dem umgehen? Oder wie soll ich, versteht ihr? Ich brauche doch von Gott Weisheit im Umgang mit Menschen. Ja? Das können wir an Jesus sehen. Wie behandelt Jesus Sünder? Wie behandelt er Heuchler? Wie behandelt er Verirrte? Hier sehen wir, wie Jesus das Gesetz erfüllt. Deswegen, um diesen Punkt einfach abzuschließen, wir brauchen Jesus. Ganz einfach, wir brauchen Jesus. Nur durch ihn können wir Erlösung haben, Vergebung unserer Sünden, aber auch eben das Konzept, wie wir leben sollen. Was ist Recht in Gottes Augen? Was ist sein Wille? Guckt, manche sagen, das Gesetz sei nur da, damit Erkenntnis der Sünde kommt. Ja, aber dann denkt doch mal nach. Wenn durch das geschriebene Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, dann kommt da durch Jesus Christus noch eine größere Erkenntnis der Sünde. Weil er hat es verschärft und er hat es vollkommen ausgelebt. Das heißt, wenn du jetzt Jesus anguckst, wie wir gesungen haben gestern, wenn ich den Herrn in seinem Wort begegne, ja, und so weiter, wenn ich sehe, wie Jesus lehrt, wie er lebt, bekomme ich dann nicht eine noch größere Sündenerkenntnis, als wenn ich nur das geschriebene Gesetz lese? Ja, natürlich. Und deswegen frage ich mich bei einem großen Teil des Christentums, was ist denn da los? Wieso gibt es heute ein Christentum ohne Sündenerkenntnis, Leute? Sogar im Gegenteil. Da wird behauptet von Mega-Churches auf der Welt, der Heilige Geist würde nie auf Sünde hinweisen. Leute, was für Irrlehren. Ich habe es gerade vorgelesen, Johannes 16, Vers 8, da sagt Jesus, der Heilige Geist wird von Sünde überführt. Wir können euch, und das ist unser Herzensanliegen, deswegen machen wir das, da sind wir mit der Gruppe Fridolin und den Leuten hier völlig eines. Es ist unser Herzensanliegen, euch Folgendes mitzugeben. Der Winter kommt. Setzt euch hin und lest die Bibel. Lest die Bibel, Leute. Und prüft mal alles, was ihr so gehört habt, was in eurer Gemeinde gepredigt wird, was Freunde, Bekannte sagen. Was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt denn die Bibel dazu? Wer Gottes Erkenntnis hat, aber das Gesetz Gottes nicht liebt, da sagt Johannes, der hat nichts verstanden. Denn was ist das Entscheidende in Jesus? Eben genau das, das Faszinierende ist, dass er in Heiligkeit gelebt hat. Das ist das Faszinierende.
Das versteht aber nur der, der das selber erstrebt oder sehnt. Das ist eigentlich unfassbar. Weil dann kommt noch dieser Satz hinterher. In Hebräer 4 steht der, lass uns den nochmal lesen, weil ich dachte früher mal, na gut, Jesus hat heilig gelebt. Der war halt Jesus. Und ja, das geht mir nichts an, weil ich höre und schrift das nicht zu. Aber hier heißt es, dass in Hebräer 4, Vers 15, dass Jesus in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Leute, das habe ich nicht fassen können. Als ich das gelesen habe, wurde mir plötzlich bewusst, halt einmal, Jesus war nicht automatisch heilig. Er war in allem versucht, wie wir. Hast du dazu ein Amen? Kannst du dir das vorstellen? Alles, das ist fast alles mit dem ganzen Rest. Also Jesus war in allem versucht, wie wir. In was sind wir denn versucht? So, ich zähle jetzt einfach nur ein paar Sachen auf aus Gesprächen von den letzten 2 Wochen. Versucht, anderen voll in die Fresse zu hauen. Versucht, ein paar krumme Sachen zu drehen, weil die finanzielle Not da ist. Versucht, pornografische Sachen, sexuelle Sachen und so weiter. Können wir uns vorstellen, dass Jesus in diesen 3 Dingen versucht war? Manche würden sagen, es ist eine Gotteslästerung. Ja, wie kann man sagen, Jesus war in diesen Dingen versucht? Ja, halt einmal, du musst unterscheiden zwischen der Versuchung und dem darauf einsteigen. Für die Versuchung können wir nichts. Leute, die prasseln auf uns ein, aus der ganzen Welt, von überall her. Jede Situation, da kommt einer quer, da denkst du, dem will ich helfen. Aus purer Nächstenliebe. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn man mit ohrfeigen Menschen bekehren würde, ich hätte es geschafft. Manchmal drehst du durch, ja. Die Versuchungen kommen. Aber was mache ich damit? Ich darf lernen von Jesus. Wie ging er in diese Versuchungen um? Was machte er? Schauen wir an im Garten Gethsemane. Es liegt an der Beziehung zu Gott. Habe ich die oder habe ich die nicht? Und bin ich bereit, sie zu vertiefen? Merkt ihr, wie Jesus diese Beziehung im Moment der Versuchung vertieft? Zementiert, indem er auf die Knie geht und betet. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er betet, wirklich. Nicht nur fromme Sprüche, ausgelernte Sachen. Ich möchte schließen mit diesem Gedanken. Macht dir Folgendes bewusst. Satan weiß eines ganz genau. Er weiß jedes Mal, wenn er uns versucht, dass er eine 50-50-Chance hat. Er weiß, dass er eine Chance hat, dich von Gott weg zur Sünde zu verführen. Mit großem Schaden dann. Das sehen wir oft gar nicht, was für ein Schaden daraus entsteht. Satan weiß, er kann das erreichen, wenn er dich versucht. Er weiß aber auch, dass er das Gegenteil dadurch erreichen könnte, nämlich, dass du in der Versuchung wach wirst und näher zu Gott kommst. So wie es in Jakobus steht, naht euch zu Gott, dann flieht Satan vor euch. Wenn Satan uns versucht und er treibt uns näher zu Gott, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er will. Er schießt sich ein Eigentor. Und das weiß er. Die Frage ist, ob du das auch weißt. Dass du in jeder Versuchung die Möglichkeit hast, in Christus zu bleiben oder spätestens wach zu werden und bewusst diese innere Haltung ins Gebet zu kommen. Jesus sagte in Johannes 15, und damit möchte ich schließen mit diesem Vers, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann sagt er, jede Rebe, die nicht an mir bleibt, die verdorrt, ja, die nimmt er weg. Aber jede Rebe,
die am Weinstock bleibt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also es geht um die Reinigung, es geht um die Veredlung. Ein Weingärtner, der züchtet, auch ein Blumenhändler züchtet Rosen, es geht um die Veredlung. Die Frage ist, wie verstehst du das Wort Züchtigung? Im Hebräerbrief steht, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir Gottes Kinder sind, dann züchtigt er uns. Wo ist ein Vater, der nicht seine Kinder erzieht, sagt er da. Ja, jetzt, wie verstehst du das Wort züchtigen? Negativ. Ja, manche wurden vermöbelt von ihren Eltern, manche auch wirklich schlimm. Aber nicht so Gott. Gott, wenn er uns züchtigt, wenn er auch Dinge zulässt, die uns völlig quer sind, er will uns veredeln. Das ist die Grundfrage, ob du ein Ja dazu hast. Glaubst du, dass alle Dinge zum Besten dienen? Glaubst du, dass Gottes Ziel wirklich recht und gut ist? Dass er uns in das Bild Christi umgestalten will? Züchtigung. Da sagt er, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und dann sagt er, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich habe diese schmerzhafte Erfahrung gemacht, und die macht jeder von euch, wenn er in diesem Weg ist, dass es wahr ist. Wenn wir den Weg mit Gott anfangen, denken wir noch, ah ja, kein Problem, ja, ich entscheide mich jetzt, das Gute zu tun, und dann klappt das. Aber voilà. Voilà. Und dann wirst du dich noch mehr zusammenreißen. Ja, halt mal, okay, jetzt kriege ich es hin. Voilà. Und je mehr du dich zusammenreißt und sagst, aber ich will, und wieder nicht. Und spätestens dann merkst du, es ist wahr, ich kann es nicht. Ich sage dir jetzt was, du kannst nicht Heiligkeit aus dir selber zeugen. Du kannst genauso versuchen, aus einem trockenen Schwamm Wasser rauszupressen. Press! Geh ins Fitnessstudio, bau noch mehr Kraft auf, fress Proteindrinks, press nochmal. Vergiss es. Entweder Jesus Christus kann in uns sein Werk weiterführen, oder da wird nichts raus. Es ist so. Und das ist auch die einzigste Erklärung, weshalb wir in einer Situation Sieg über Sünde haben konnten, wo wir es nie für möglich gehalten haben, weil wir es geschafft haben, in Christus zu bleiben und ihm den Raum gegeben haben. Und eine Woche später sind wir in der gleichen Sache gefallen. Wie ist das denn möglich? Der Punkt ist, ich war in Christus und in der anderen Situation nicht. Und das ist das, was wir lernen müssen. In Christus zu bleiben. Dass unser altes Leben dort am Kreuz bleibt und Jesus Christus in uns sich verwirklichen kann. Das wünsche ich euch. Dass Gott sein Ziel mit uns erreicht. Das Ziel wird dann erreicht sein, wenn Jesus wiederkommt. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Aber dann sagt Johannes, wir werden in sein Bild vollendet umgestaltet werden, wenn er wiederkommt und wir ihn sehen werden, wie er ist. Und ein jeder, der diese Hoffnung hat, reinige sich selber. Ist das nicht wunderbar? Mit Gottes Hilfe, lasst uns diesen Prozess weiterführen. Das war mein Anliegen für heute Morgen, euch zu zeigen, diese Wunder, die Gott tut und die wir brauchen, das sind Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen. Lasst uns auf das Ziel schauen, auf Jesus selber, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und lasst uns dafür sorgen, dass er seinen Raum in unserem Leben bekommt. Das braucht's. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, Herr, öffne du uns die Augen wie diesem Simeon, dass wir in dir das Heil der Welt erkennen. Herr, dass wir in deiner Heiligkeit das Wertvollste und Wichtigste des Universums erkennen. Herr, so dass wir es erstreben, dass wir uns daran freuen, Herr, dass das unser Glück, unser Leben wird. Herr, wir wollen dir die Ehre geben. Wir können es nicht fassen. Es ist eigentlich wirklich unfassbar. Irgendwie unfassbar, dass du es geschafft hast, in dieser kaputten, sündigen Welt allen Versuchungen zu widerstehen. Herr, aber du hast es vorgelebt und gezeigt, dass es geht und du hast uns erlöst, dass wir in dieses Leben kommen.
Herr, so möchten wir nicht dahinter zurückbleiben. Wir wollen uns nicht mehr entschuldigen, nicht mehr rausreden, Herr. Wir wollen in die Fülle dessen eintreten, was du für uns am Kreuz vollbracht hast, Herr. Wir wollen dir danken, dass es für jeden Mangel, für alles, was in unserer Seele kaputt gegangen ist, Herr, durch eigene Sünde oder durch Sünden anderer, dass es da Heilung gibt, Herr, dass es Veränderung gibt. Befreie uns, Herr, von dieser Lüge, dass wir so bleiben müssen, wie wir sind. Wir müssen es nicht, Herr. Es gibt Erlösung. Herr, so führe uns da tiefer hinein. Ich möchte dir danken, dass du genau weißt, was du in einem Leben eines jeden hier zulässt, was du machst, damit wir da tiefer hineinwachsen. Herr, wir wollen dir die Ehre geben, freuen uns an dem, was du tust. Amen. Amen.